World Club Dome. Soundcheck. Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier vom World Club Dome. Es ist Samstag, 9.37 Uhr ganz genau. Ich glaube, nebenan wird schon ordentlich gefeiert. Ich glaube, die Leute stampfen, es wird immer lauter, es wird auch immer besser. Und neben mir sitzt ein ganz berühmter Mensch, also wirklich einer der berühmtesten Menschen in Deutschland, muss man dazu sagen. Und ja, wer bist du? Erzähl mal. Ja, ich bin Max Mustermann. Und ich bin nicht nur der berühmteste Deutsche, sondern ich bin auch noch dein Neffe. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade erzählen. Das ist ja das geile, Leute. Also Max Mustermann sitzt hier. Also der Typ von allen Vordrucken, sage ich mal, von allen Musterausweisen. Aber auch mein Neffe. Deswegen, wir haben auf jeden Fall eine andere Beziehung zueinander. Ja, genau. Weißt du, aber ich muss jetzt hier natürlich abklappern, was die Redaktion von mir wissen will. Ich kenne die Antworten alle schon, weißt du. Wir kommen beide aus Quakenbrück, haben da irgendwie eine gute Zeit. Das treffen wir uns hier in Frankfurt. Ja, richtig geil. World Club Dome. Warst du schon mal hier? Nee, ich war noch nie hier und noch nie in Frankfurt. Ja. Also von daher wusste ich auch noch gar nicht, auf was ich mich hier einlasse. Wie gefällt es dir? Also es ist richtig geil. Die Stadt hat eine richtig geile Skyline. Ja. Und auch so generell hier, wir waren heute noch in der Stadt. Ja, cool. Ein bisschen Shop gebummelt. Ja, das was ich habe nichts anderes von dir erwartet. Du musst ja die neuesten Styles mitnehmen. Ja, genau. Aber seid ihr gerade angekommen oder seid ihr schon ein bisschen rumgelaufen hier? Wir sind jetzt einmal rumgelaufen, haben einmal die Mainstage angeguckt. Ja. Haben auch schon ein paar Kumpels hier getroffen. Ja, cool. Und war richtig geil. Und du willst heute noch ein bisschen feiern, hast du gesagt? Ich will heute richtig feiern. Oleg Sesch kommt. Ja, der war gerade schon hier. Ja, war hier? Wir haben gerade schon gequatscht. Er sagte, es wird heute richtig Abriss. Ja, glaube ich. Ja, der hat halt richtig Bock. Wie ist bei dir mit Mucke? Was hörst du für Musik, Max? Ja, also bei mir ist komplett alles dabei. Von Techno bis Rap, eigentlich alles. Ja? Ja. Ja, geil. Also, jetzt sind wir auf dem EDM-Festival, viel elektronische Musik. Ist das für dich auch okay? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich war auch gerade unten schon bei der Stage, bei der Techno-Stage. Ja. Die war auch schon sehr geil, muss ich sagen. Hast du gerade einen Interpreten, Künstler, Künstlerin, wo du sagst, ey, die pumpe ich gern, da kriege ich gute Laune, bockt einfach. Hast du gerade einen Lieblingstrack oder so? Boah, Prada von Kelso. Geil. Der war auch schon das ganze Jahr über, kennt ja jeder von TikTok und Instagram und so. Der war schon ein Künstler, den man das Jahr auch schon sehr viel gehört hat. Ja. Da werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ja, geil. Und findest du... Ja. Ist doch nice, ist eine gute Antwort. Ey Max, erinnerst du dich an die erste CD oder erste Platte oder erste Musik, die du irgendwie gehört hast? Also es kann ja, es ist jetzt nicht darum, ob es cool ist, sondern ich habe alle gefragt, alle Leute im Podcast habe ich gefragt, auch ihr Cello Abdi habe ich gefragt, ey, was waren die ersten Tracks, die ihr gehört habt? Hast du eine Erinnerung daran? Boah, ich bin ja viel mit Rock'n'Roll aufgewachsen, ja. Weil du hattest ja eine Band. Ja, klar. Und weiß ich nicht, ich feiere auch viel so alte Tracks. Früher auch viel Jatzen gehört, so als kleines Kind. Ja. Weiß nicht, es war irgendwie geil. Ja. Aber, boah, ich kann jetzt nicht so ausschließen, was jetzt so meine erste war oder was ich als erstes gehört habe. Ne? Aber Musik ist immer bei dir am Laufen, oder? Ja, Musik war von Anfang an halt auch irgendwie dabei, weil du hast lange, also spielst ja immer noch Schlagzeug. Ja, ja, klar. Machst auch viel so, ja, viel mit Schlagzeug und viel auch, was du so begleitest, was ich auch richtig geil finde. Ja, danke, Mann. Ja, und das war halt immer so dabei, weißt du? Der Max ist einfach ein Ehrenmann, ey. Das finde ich gut. Also Max Mustermann ist hier am Start. Dass wir verwandt sind, ist jetzt auch richtig geil, finde ich, Hammer, dass wir uns hier treffen. So, aber natürlich ist der Name hier auch, also nicht nur, dass du den Namen hast, sondern bist auch ein cooler Dude. Aber natürlich habe ich Fragen bekommen von der Redaktion. So, die wirst du alle schon gehört haben. Und ich kann sie alle beantworten, aber du bist hier und wir vergessen jetzt, dass wir verwandt sind. Ich habe eine gute Idee. Du sagst erst was und dann sage ich da was zu. Nee. Ich weiß, du, wir tun jetzt so, als wären wir nicht verwandt. Okay. Und du kriegst jetzt einfach diese Frage und deswegen antworte mal drauf. Also, gefiel deinen Eltern der Name Max einfach gut oder war die Kombi aus Vor- und Nachnamen geplant? So, die Frage kennst du. Die Frage kenne ich zu gut. Ja. Am besten fragt sie einfach selber, würde ich sagen. Aber ich weiß sie natürlich mittlerweile auch. Ich glaube, geplant war es nicht. Also ich glaube, dass Papa und Mama einfach den Namen Max gut fanden und es dann quasi mit dem Zusammenhang Max Mustermann durch die Decke gegangen ist. Also, und wie ist es bei dir so mit Problemen im Alltag? Ich meine, das wirst du auch ständig gefragt natürlich, aber ich glaube auch gerade hier für einen Podcast, World Club Dome, neue Leute, vielleicht haben einige dich noch nicht so auf dem Schirm. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute es interessiert. Ey, wie ist es, Max Mustermann zu heißen? Hast du da Probleme oder ist alles easy? Eigentlich ist alles easy, aber ich hatte es jetzt schon 4 oder 5 Mal, jetzt gerade, wo ich hier so lang gelaufen bin. Ey, ich kenne dich irgendwo her. Ich habe dich schon mal irgendwo gesehen.
Dadurch, dass ich über Galileo war und viele das dann dadurch auch mitgekriegt haben, fragen die dich oder kommen auf dich drauf zu und sagen, hey, bist du nicht Max Mustermann? Oder wie findest du das? Wie reagierst du darauf? Ja, geil. Diese Frage, die beantworte ich ja eigentlich tagtäglich. Ob ich jetzt irgendwo einkaufen bin, ob ich jetzt hier auf dem World Club Dome bin. Und ich sage immer, ja, normal. Ich sage, ich bin Max Mustermann. Und geil. Wenn die Leute dann komisch reagieren, sage ich, ja, wollt ihr meinen Personalausweis sehen? Und dann war die Sache auch vergessen. Ey, so langsam macht es ja auch echt groß die Runde, dass es diesen Menschen Max Mustermann wirklich gibt. Ja. Und ich glaube, dann ist auch mehr Verständnis da. Aber spätestens, wenn du den Personalausweis zeigst, ist auch alles klar, oder? Ja, also es war jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie abgefüllt worden bin beim Flughafen oder so. Ne? Ja, ey, man weiß es nie, aber du bist ja auch echt krass bei TikTok präsent. Ja, so, genau. Was für Content machst du? Ja, also eigentlich hauptsächlich Content mit meinem Namen, ne? Weil das halt Leute auch interessiert, so wie reagieren die Leute oder was passiert, wenn man es wirklich herauszögert. Und das ist halt so mein Hauptcontent. Ne? Ja, ja, klar, es ist auch komplett nachvollziehbar. Und du hast echt eine beeindruckende Followerzahl so, und die steigt ja immer und das ist geil. Ja. Das ist cooler Content, den du machst. Und Leute, folgt auf jeden Fall Max Mustermann bei TikTok. So, ja, das verpasst dir auf jeden Fall nichts. Ne? Ja, TikTok, Instagram. Ist YouTube geplant bei dir? Ja, jetzt. Also ich habe mir eine Kamera zugelegt und wollte jetzt auch vom World Cup Dome ein bisschen was mitfilmen. Ja. Hast du schon einen Account bei YouTube? Ja, ich heiße wirklich Max Mustermann. Habe ich schon hast geschafft, ja? Ja, ich habe schon sehr lange den Namen reserviert. Ja, schlau. Und hat da jetzt noch nicht viele Follower, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden, ne? So ist, ja, das, gut, alle fangen ja irgendwann bei Null an, das ist ja klar. Also ja. Folgt da rein. Frage aus der Redaktion, deswegen stelle ich sie. Hättest du lieber einen anderen Namen? Also zu dem jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall. Ja, gab es so, mal den Moment? Eigentlich noch gar nicht. Also das ist ja auch so eine typische Frage, die jetzt auch viel gekommen ist. Bis jetzt kam es dir noch gar nicht so vor, weil du halt immer so, du hast direkt diesen Eisbrecher, weißt du? Du kommst direkt mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Jetzt auch gerade, der hat mich angesprochen, irgendwo kenne ich dich. Und wenn du dann so Max Mustermann sagst, dann kommst du mit denen ins Gespräch, ja, wie ist es denn so? Oder wo kommst du her? Was sagen die Leute da? Oder das ist halt immer eigentlich ganz cool. Ja, mega geil. Finde ich auf jeden Fall schön. Und dass du das jetzt feierst, ist mir klar. So. Ja. Und also ich weiß eh, dass du es immer gefallen hast und dass es ja auch nie ein Problem war. So, weil du einfach gut mit umgegangen bist. Ist doch alles geil. Ja. Im Gegenteil, ist ja kein Nachteil. Ja, genau. Ist doch schön. Ja. Ist doch eine schöne Nummer. Max, wir haben ein Fragenglas da vorne. Ja. Zieh dir mal eine Frage bitte. Kannst das Mic ein bisschen wegschieben und dann zieh dir mal eine raus. Und dann kannst du es beantworten, was da gefragt wird. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das sind eigentlich nur liebe Fragen. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, lieber mal selber ziehen, als wenn ich irgendwie unangenehme Fragen stelle, weißt du? Ja, genau, das sagen die immer. Das sind nur liebe Fragen. Ja, glaub schon. Also, hau mal raus. Welches ist das witzigste oder skurrilste Erlebnis auf deiner Party, an den du dich erinnerst? Ja, das bin ich, da bin ich gespannt. Ja, ist noch nicht so lange her, war ich mit ein paar Freunden auf der Reeperbahn unterwegs. Ah. Ja, und dann wollten wir in den Club rein. Club, ja? Anführungszeichen. Ja, Club, Anführungszeichen. Ja, gut, okay. Und dann meint der Türsteher so zu mir, ja, du kommst ja nicht rein. Ich so, ja, warum nicht? Weil dein Ausweis ist gefälscht. Aha. Und dann habe ich so gesagt, nein, das kann nicht sein. Dann kam sein Kollege, der war etwas jünger, war auch relativ lustig drauf, kannte mich durch TikTok. Ja. Hat dann gesagt, ja, es stimmt so. Und dann waren die beide erst sehr schockiert. Ach, geil. Haben es gar nicht geglaubt. Und meine Kumpels haben natürlich auch Späße gemacht, haben sie natürlich in die Decke gezögert, richtig aufgezogen. Ja, klar. Aber am Ende war es schon sehr lustig, weil der war richtig aufgepumpt. Das war so eine richtige Kante. Ja, ja, klar. Also, und der hat dann richtig scheiße geguckt und musste seinem kleinen, mickrigen Kollegen nachher recht geben. Ja, das schön. Haben natürlich mehrere Leute mitgekriegt, deswegen war es halt auch einfach extrem lustig. Aber war er schon richtig sauer am Anfang? War er schon ja, so sauer? Weil ich habe halt diskutiert. Ich bin halt auch direkt darauf eingegangen, habe so gesagt, nee, ich habe einen Personalausweis, da ist ein Wasserzeichen drauf, ich habe auch einen Fingerscan, wenn du den gerne scannen willst, let's go. Und der war halt so direkt so auf Krawall. So. Ja, verstehe. Und da waren halt auch mehrere Menschen dann drum. Weißt du selber, was da los ist? Ja, ich weiß. Viele wissen das. Repobahn, ist immer was los. Und und dann habe ich halt ein bisschen auch das mitgezogen. Leider habe ich das nicht gefilmt. Ich habe es gerne gefilmt, aber... Dann Shoutout an den Türsteher. Max kommt wieder vorbei mit der Kamera und dann wird die Situation nochmal nachgestellt. Ja, genau. Aber realistisch. Will ich hoffen. Realistisch nachgestellt. Ey, Max, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Richtig geil. Check Max Mustermann ab. Guter Familienneffe, guter Mann. Auf allen Kanälen folgen bitte. Und wir gehen jetzt hier in den World Club Dome und feiern jetzt ein bisschen die Mucke. Ja, machen noch richtig Party und auch bei Micha reinschauen. Ja, Mann. Vielen Dank, Max. Peace out. Ciao, ciao.